Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2. Nicht mal eine Viertelstunde ist vergangen seit der letzten Session und schon geht es weiter. Eigentlich habe ich mir nur kurz die Beine vertreten und mir ein neues Wasser geholt. Wie sieht denn das aus? Der Geisteranzug ist gleich fertig und die Psi-Ausbildung ist auch gleich fertig. Da habe ich beim letzten Mal nach dem Einsatz gar nicht mehr nachgeguckt. Ach ja, verletzte Soldaten. Wie sieht denn das da gerade aus? Gelly ist quasi wieder da. Oh, die Frau Wheeler, ne? 2 Tage, okay. Wir haben theoretisch noch einen zweiten Medic, der nicht ganz so gut dabei ist. Und Green, ne? Der verbringt auch ungefähr sein ganzes Leben in der Krankenstation. Das ist ja fürchterlich. Das kann man sich doch, warte mal, das kann man sich auch irgendwie angucken lassen. Angucken lassen, das kann man sich anzeigen lassen. So, war das hier? Ehrenwand? Nein. Das ist für die gefallenen Soldaten. Da gab es irgendwie eine Statistik, oder? Gibt es das tatsächlich nur für Tote? Ehrenwand und dann hier. Das gibt es nur für die Toten, wa? Wir konnten uns das hier irgendwie angucken. Hier steht das. Solche Sachen könnte ich auch noch für alle anderen gebrauchen. Naja, okay. Muss wohl so erstmal gehen. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen, ehrlich gesagt. Oh, guck mal. Widerstandskontakte, Landebahn. Klingt nicht schlecht, könnte man mal machen. Aber erst, Moment, wir bauen erstmal gerade das Funkrelais fertig. Da waren wir nämlich dabei beim letzten Mal und haben es nicht mehr fertig gekriegt. So, einmal bitte flupp und schon ist das Ding fertig. 60 Vorräte pro Monat mehr, das ist natürlich gut. Oder ist das nur einmal? Weiß ich nicht, aber wir haben damit den Kontinentalbonus freigeschaltet. Doppelter Nutzen, das ist gut. Wir können die Kampfsimulationen und die Waffenverbesserung neu verwenden. Sehr, 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 sehr gut. So, was haben wir da? Schwarzmarkt, Widerstandskontakte und hier gibt es noch die schwere Waffe. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht mal machen. Die Widerstandskontakte, wir bauen ja sowieso gerade noch so ein komisches Gerät da unten. Das heißt, die schweren Waffen klingen gar nicht so schlecht. Wir fliegen da mal gerade hin und gucken mal, was die schweren Waffen so sagen. Mal schauen. Könnt ihr helfen? Okay, mach mal gerade. Ein überwucherter Panzer. Na gut. Ah, Wheeler und Kelly sind wieder bereit. Das ist gut. Wir haben gerade... Ah! Und wir haben Anwärter. Anwärter heißt das offensichtlich. Dann der Rang. Anne Hernandez. Psi-Soldat. Stasis. Betäubt das Ziel für eine Runde, macht es jedoch immun gegen sämtlichen Schaden und alle Angriffe. Das ist aber gar nicht so schlecht. Da kann man jemanden kurz rausnehmen. Okay, Ausbildung fortsetzen. Drück mal da drauf, mal gucken. Oh. Die Psionik wird von vielen als die größte Stärke der Aliens angesehen. Jetzt können unsere eigenen Psi-Soldaten sich dieselben Kräfte zunutze machen. Das sah erstens ziemlich cool aus, was sie gerade gemacht hat. Okay, Psi-Fähigkeiten freigeschaltet. Anne Hernandez kann durch weitere Ausbildung im Psi-Labor Beförderung verdienen und neue Fähigkeiten erlernen. Psi-Soldaten können während der Ausbildung weiter an allen Kampfeinsätzen teilnehmen und setzen die Ausbildung automatisch fort, wenn sie unverletzt zurückkehren. Oh, das ist ja cool. Okay. Oha, das heißt, die steigt gar nicht ganz normal auf, sondern ich kann der hier Sachen beibringen, ja? Verfügbar. Muss ich mir jetzt eins hiervon aussuchen? Von den 3 Sachen? Oder kann ich die alle irgendwann erlernen? Fügt organischen Feinden garantierten Psi-Schaden zu, ignoriert Deckung und Rüstung. Das ist geil. Wahnsinn. Schwächender telepathischer Angriff, der verschiedene negative Zustände bewirken kann, darunter auch Gedankenkontrolle über das Ziel kann. Naja. Wenn der Psi-Soldat so viel Schaden erleidet, dass er sterben würde, wird er umgehend für eine Runde in Stasis versetzt und seine Gesundheit lediglich auf 1 TP reduziert. Nur einmal pro Einsatz möglich. Das ist cool. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Seelenfeuer möchte ich gerade erstmal haben. Das, also, die Wahrscheinlichkeit, dass einer so hart umgekrittet wird bei uns im Moment, ist nicht so hoch. Ganz ehrlich, wir machen mal das Seelenfeuer. Oh, wie cool. Warte mal, jetzt, da sehe ich das gerade sehr schlecht. Wir gehen mal in die Waffenkammer, Soldaten anzeigen. So. Guck mal, die hat jetzt irgendwie weiße Haare. Das hatte die vorher nicht, oder? Wie cool. Kampfsimulationen können wir der geben. Waffenverbesserung kann die auch noch kriegen. Aber dieser komische, warte mal, Ausrüstung. Wie ist das hier? Der Psi-Verstärker, ne? Effektivität ihrer Fähigkeiten steigern. Das heißt ja im Prinzip, wenn wir der jetzt noch irgendwie die Verbesserung dafür geben, den verbesserten Psi-Verstärker, dann wird die ja wahrscheinlich mit ihrem Kram mehr Schaden machen und besser treffen und so, ne? Das wäre durchaus sinnvoll. Da brauchen wir noch ein paar Vorräte für.
Ja, 61, um genau zu sein. Das ist nicht wenig. Dammit. Das ist... Wir machen erstmal gerade ganz kurz weiter. So, pass mal auf. So. Jetzt ist das nämlich direkt auch noch fertig. Schön. Leichte Serberüstung steigert nicht nur die Reflexe und die Geschwindigkeit, sondern darüber noch experimentelle Warp-Technologie, die dem Träger den kurzzeitigen Wechsel der Dimensionsphase ermöglicht, um so mühelos Hindernisse durchqueren zu können. What? Wie geil. Okay. Pass mal auf. Dann gehen wir nochmal zurück. Erstmal wollen wir hier nämlich noch. Komm, da können wir jetzt wieder Sachen machen. Hier brauchen wir überall auch noch Vorräte für. Das ist schade. Vor allem für die Servowaffen. Ich hätte nämlich eigentlich lieber das als hier die normalen schweren Waffen dann gemacht. Experimentelle Rüstung waren immer ganz interessant, aber nicht so geil. Was ist mit experimenteller Munition, überlege ich gerade? Oder Granaten? Also irgendwas sollte ich hier vielleicht noch machen, denke ich. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Wir haben 5 Kerne. Die Frage ist, was mache ich damit? Weil mir sowas eigentlich auch alles irgendwie lieb wäre noch. Aber da braucht man auch überall nur einen Kern für. Komm, wir machen mal experimentelle Granate. Mal gucken. Vielleicht kommt ja irgendwas Cooles dabei raus. Unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Vielen Dank. So. Ach, das machen wir dann, wenn der nächste Einsatz ist, würde ich sagen. Was? Okay, dann erstmal kurz weiter nach der Waffe scannen. So, das war der Plan. Eine Schredderkanone. Die überwucherte Hülle eines alten Panzers war so tief im Boden vergraben, als wäre er direkt vom Himmel gefallen. Es ist nicht bekannt, ob dies die Folge eines Alienangriffs oder eines fehlgeschlagenen Abwurfs war, aber wir konnten seine Waffensysteme bergen und für unsere Zwecke umfunktionieren. Krasser Panzer, okay. Handgelenkbefestigte Schusswaffe verdient. Verschießt einen Kegel aus Rasiermesserscharfen Projektilen, die mehreren Feinden Schaden zufügen und ihre Rüstung zerfetzen können. Cool. Klingt nicht schlecht, wenn man jetzt noch wüsste, wie viel Reichweite das Gerät hat, ne? Aber passt schon. Okay, pass mal auf. Wir fliegen mal kurz zum Schwarzmarkt. Um ganz kurz zu gucken, ob wir da irgendwie genug verkaufen können für den verbesserten Psi-Dingens. Das wäre nämlich ganz cool eigentlich. Die wollen immer noch dasselbe haben. Dammit. Aber komm. Huch, nein, nicht weniger. Wir wollen mehr davon verkaufen. 18. Wenn wir hier auch noch mal ein paar von. Dann können wir hier noch ein paar von. Dann können wir hier noch ein paar von. Dann sind wir schon bei 78. Wie brauchten wir? 70, glaube ich, ne? Passt. Können wir schon machen so. Ich überlege gerade, ob ich den einen Exo-Anzug verkaufe. Wir haben da so viele von und wir brauchen die eigentlich nicht. Komm, wir verkaufen mal einen Exo-Anzug. Ich glaube, der ist nämlich nicht mehr so wichtig jetzt. Ich könnte fast sogar hier... Ach, im Moment die Nanoschuppenweste ist irgendwie auch Blödfug, ne? Was sollen wir damit eigentlich? Die will ich eigentlich gar nicht haben. Die verkaufen wir auch. So, 128 kriegen wir dafür. Das ist gar nicht schlecht. Damit können wir nämlich... Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Jupp. Ich hätte eigentlich auch gerne neue Bluescreen... Geschosse, aber gut. Annäherungsminen. Ah, passt schon. Den fortschrittlichen Psi-Verstärker für 70 einmal, bitte. Und jetzt überlege ich gerade hier die Bluescreen-Geschosse. Da bräuchte ich immer noch ein kleines bisschen mehr. Da fehlen uns noch 8 dafür. Warte mal, können wir für 8 noch irgendwas beim Schwarzmarkt verdicken? Komm, für 8, das werden wir ja wohl hinkriegen. Für 8... zum Bleistift. 2 davon. 2 davon. Passt. Was soll man mit dem Kram? Dann bitte die Bluescreen Rounds. Die wollen wir wieder haben. Neue Befehle, Commander? Jetzt nicht im Speziellen. Abgesehen davon, dass ich diese Bluescreen Geschosse haben möchte. Wo sind sie? Da. So. Zack. Dann haben wir das auch wieder. Ich glaube nämlich, das lohnt sich sehr. Okay. Jetzt ist die Frage, was machen wir überhaupt als nächstes? Wir haben hier die Widerstandskontakte Schwarzmarkt. Wir könnten das demnächst machen. Ich hätte aber ganz gerne den guten Mr. Green wieder für. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das hier machen. Und ich glaube, dann steht das aber auch bald an. Widerstandskontakt ist aber vielleicht auch nicht so schlecht. Dann können wir... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was passiert jetzt schon wieder?
Chrysalidenautopsie. Mal schauen. Meine intellektuelle Neugier reicht Holy nicht hell. Aus, um meine Zweifel das zu ist, besänftigen, ob das es scrollt sogar eine gute noch. Idee war, dass unsere Truppen dieses spezielle Exemplar an Bord unseres Schiffes gebracht haben. Höllengewebe. Okay, Codename Chrysalis. Jetzt ist das leider angefangen zu laufen und ich kann das nicht anfangen durchzulesen. Kann ich das scrollen? Ich kann das nicht scrollen. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Also, Höllengewebe. Höllengewebe gewährt nicht nur einen Bonus auf die Soldatengesundheit, sondern reflektiert darüber hinaus bei jedem feindlichen Nahkampfangriff Schaden und setzt den Angreifer mit einer Chance von 100% in Brand. Cool. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Berserker-Autopsie gerade. Diese furchterregende Kreatur, die wir Berserker nennen, ist genetisch eindeutig verwandt mit den anderen Muton-Spezies, denen wir auf dem Schlachtfeld begegnet sind. Aus bislang ungeklärten Gründen zeichnet sich diese spezielle Variante durch eine einzigartige Eigenschaft aus, die sich nur als blinde Wut beschreiben lässt. Einen Kampfdurst, wie wir ihn von keiner anderen Kreatur kennen. Wir haben die bisher auch nur in ein oder zwei Einsätzen gesehen, ne? Das ist irgendwie krass. Das wundert mich ein bisschen. Okay, warte mal. Was wollte ich jetzt machen? Ach genau, da wollte ich hin. Wir machen ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Die Propagandakampagne wies stets auf die Vorteile der Umsiedlung hin und führte zu einem konstanten Strom neuer Konvertierter. Obwohl die meisten Neuankömmlinge im Vorfeld nichts von Chip-Bedingungen wissen, wie Advent es vorzieht, lehnen nur wenige den Chip ab, wenn sie erst einmal in den Kliniken sind. Die Forschung schreitet wie geplant voran, Commander. Was ist das hier? Hä? Was hätte ich das noch? Warum sind da so Dinger dran? Warte mal. Die waren wahrscheinlich irgendwann mal besonders wichtig, ja. Na gut, wo haben wir denn den Chrysaliden? Ich möchte mir das jetzt schon einmal irgendwie durchlesen, ne? Ein überraschendes Aufeinandertreffen mit der furchteinflößenden Spezies der Chrysaliden kann nur als widerlich beschrieben werden. Ich bewundere den Mut unserer Truppen, mit dem sie sich dieser Kreatur stellen. Ihr Aussehen ähnelt im Grunde dem eines Gliedfüßers. Sofort fällt das schlanke, gepanzerte Exoskelett auf, das den segmentierten Körper schützt. Von besonderer Wichtigkeit für unsere Truppen sind jedoch die spitz zulaufenden Fänge und Beine des Chrysaliden, die nicht nur kritische Verletzungen anrichten können, sondern auch die grausame, schnelle Reproduktion dieser Kreatur auf dem Feld ermöglichen. Auch wenn Central Officer Bradford darauf beharrt, dass wir während der ersten Tage des Krieges eine andere, ähnlich invasive Art der Chrysalidenreproduktion beobachtet haben, gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass derartige Angriffe auch heute noch stattfinden. Unter Berücksichtigung seiner Beschreibungen komme ich leider zu dem Schluss, dass die Aliens diesen Prozess scheinbar weiterentwickelt haben, zu einer noch effizienteren und tödlicheren Lösung. Die Chrysaliden, mit denen wir es heute zu tun haben, initiieren ihren Opfern ein Gift, das umgehend die Struktur ihrer inneren Organe aufweicht, um sie darauf vorzubereiten, sowohl als Material für die Kokongeburt zu dienen, als auch als Nahrungsquelle für die Chrysalidenjungen. Wenn das Opfer nicht sofort medizinisch behandelt wird und stirbt, bildet sich kurz danach der Kokon. Sofern der Kokon nicht während der Frühphase der Kokongeburt zerstört wird, müssen wir damit rechnen, dass bereits nach einer beeindruckend kurzen Zeit des Wachstums bis zu 3 Chrysalidenjungen aus ihm hervorgehen. Jüngste Einsatzberichte deuten auf ein neues Verhaltensmuster an, eine Art des Eingrabens. Vielleicht eine weitere Evolution? Da ist es weg! Das ist blöd, das sollte man irgendwie selber einfach scrollen können, weil so ist das ja irgendwie nervig. Also nochmal, jüngste Einsatzberichte deuten ein neues Verhaltensmuster an, eine Art des Eingrabens. Vielleicht eine weitere Evolution früherer Fähigkeiten. Komma. Dieses Mal wohl zu defensiven Zwecken. Unsere Soldaten wären gut beraten, in Zukunft sehr genau darauf zu achten, wohin sie treten. Erteigen. Okay. Na gut, dann haben wir das auch. Aktuell steht damit nur noch die Berserker-Autopsie an und dann natürlich in der Schattenkammer. Da müssen wir auch noch weiterkommen. Da steht auch noch was an. Aber wir machen jetzt erstmal den Berserker noch fertig, würde ich sagen. Und hier die Widerstandskontakte natürlich. Das ist danach auch schon wieder tatsächlich das nächste. Oh.
Ach so, das war's. Das war das ganze Ding. Die schwer beschädigten Überreste eines kleinen Flughafens erstreckten sich am Horizont. Auf den Landebahnen standen immer noch Flugzeuge, die nicht mehr abheben konnten. Unser Ingenieurteam, das gute Ingenieurteam, konnte die Funkausrüstung aus einigen Flugzeugen ausbauen und damit unser Kommunikationsnetzwerk verbessern. Klingt gut, klingt gut. Dann würde ich sagen, wollen wir mal da noch Kontakt herstellen oder erstmal hier? Ich würde gerne noch Kontakt herstellen. Die Frage ist, wo zunächst? Wir sind noch gar nicht in Europa unterwegs. Okay, krass. ich überlege gerade, ob wir vielleicht sogar erst nochmal nach Europa gehen sollten. Beziehungsweise, komm, wir werden jetzt erstmal das machen, weil, wobei. Die Sache ist, dass es hier garantiert keine Einrichtung geben wird. Erwarte ich zumindest nicht. Das heißt, ich würde vielleicht erstmal versuchen, das andere zu kriegen. Wir brauchen hier tatsächlich haufenweise von den Dingern. Zwei dann genau. Und das ist vielleicht sogar cooler. 55 und 70. Komm, wir gehen erstmal nach hier. Es kostet weniger, weniger Info. Unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, so. Ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ja, I know. Oh. Na super. Und da geht's in den nächsten Einsatz. Chile. Okay, wir müssen natürlich erstmal wieder darauf natürlich auch achten. Ein Spezialist. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Zusätzliche Chrysaliden bei jedem Einsatz ist natürlich hart. Feind unbekannt. Oh. Ein Ingenieur? Giftgeschosse. Das ist auch gar nicht gut. Ich glaube, mit den Chrysaliden kann ich besser umgehen als mit Giftgeschossen bei jedem Dude. Oder? Ja, mehr Gegner ist vielleicht schlimmer. Und ein Wissenschaftler. Garantierte Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. Da haben wir halt einen pro Dings, wo... Naja, das finde ich nicht ganz so schlimm. Codex Andromedon. Feind unbekannt. Hier ist kein Sektopod dabei. Wie ist das hier? Hier ist auch kein Sektopod dabei. Guck sich das mal einer an. Und wie ist das hier? Auch da kein Sektopod. Krass, okay. Jetzt überlege ich gerade, eher das mit den Chrysaliden. Ich glaube, das ist tatsächlich das Schlimmste. Wenn die dann irgendwie eingegraben so komisch rumeiern, mit allem anderen kann ich besser leben. Denke ich. Die vergiften vor allem ja auch. Hier kriegen wir natürlich... Ja, wobei, komm. Das ist ein Ingenieur, den brauchen wir nicht. Das ist ein Wissenschaftler. Im Moment brauchen wir die auch irgendwie nicht. Wenn wir noch einen Spezialisten kriegen, ja, warum nicht? Komm, wir machen das. Feind unbekannt. Viper, Elite-Schildträger, schwerer Mech, Andromedon, Archon, Elite-Offizier und ein unbekannter Feind. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind ständig in Chile irgendwie in letzter Zeit, oder? Das ist faszinierend. Na gut. Wir sind wieder ein kleines bisschen besser aufgestellt, glaube ich, dieses Mal. Komm, wir packen erstmal wieder alle raus. Natürlich, wie immer. Zack, zack, zack. So. Dann, Kelly ist wieder dabei. Du bist wieder dabei. Du bist dabei. Du bist dabei. Judgment Day ist dabei. Und ich überlege, nehmen wir dich mit. Du darfst halt nicht verwundet werden bei der ganzen Aktion dann. Aber jemanden in Stase versetzen ist schon geil, wenn das funktioniert. Komm. Wir nehmen die jetzt einfach mal mit. Ich will jetzt gucken, ob das funktioniert. Die Schredderkanone, ne? Gegen mehrere Gegner überaus nützlich. Munition ist begrenzt. Ach, guck mal. Reichweite 25, Reichweite 27, Radius 12, Magazingröße 1. Macht sogar mehr Schaden auch. Ich nehme an, damit trifft man theoretisch auch Verbündete. Das ist natürlich ein kleines Problem unter Umständen. Aber ich überlege, wir probieren die einfach mal aus, oder? Ah, damit kann man wahrscheinlich nicht so gut Deckung kaputt machen. Hiermit kriegen wir die Deckung besser kaputt. Wir bleiben erstmal noch beim Raketenwerfer, glaube ich. Okay, warte mal. Du kriegst erstmal, ganz wichtig, deine neue Rüstung. Ausrüstung. Der Spinnenanzug, den Geistanzug kriegst du jetzt. Der Geistanzug bietet Bewegungsfreiheit, die technisch den Gesetzen der Physik widerspricht.
Er verfügt zudem über einen Kletterhaken als Dreingabe. Bam, er hat weiterhin einen Kletterhaken. Das ist gut. Das ist richtig gut. Okay, jetzt gucken wir nochmal gerade. Nein, das nicht. Wir können auch noch, wir haben nämlich noch die Dinger. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das am cleversten? Du hast irgendwie so ein komisches Ausweichgerät, oder? Das können wir eigentlich, du bist bei 15 Ausweichen. Wir können ja jetzt tauschen. So hast du kein Ausweichen mehr. Kannst dich dafür nochmal schneller bewegen. Ist vielleicht gar nicht blöd, weil du ja auch schnell wieder zurücklaufen kannst und das Ausweichen, glaube ich, bei dir gar nicht so sinnvoll ist. Würde ich zumindest fast mal sagen. Du hast noch gar nichts. Das heißt, ganz ehrlich, du kriegst jetzt einfach das Ausweichen erstmal. Flöpp. So. Du hast auch noch keine Waffenverbesserung. Wir gucken jetzt mal, dass wir den ganzen Kram erstmal alles wieder verbraten, verdreht und so kriegen. Moment, erstmal das noch wieder freigeben. So, wie sieht das aus? Wir haben nämlich noch irgendwelche Sachen. Bluescreen Rounds. Wem geben wir denn die Bluescreen Rounds? Du kannst eigentlich kommen. Du kriegst mal noch Bluescreen Rounds. Weil du deinen Kram wahrscheinlich... Ja, genau. Du kannst deinen Kram wahrscheinlich nicht gegen Roboter einsetzen. Das heißt, damit kannst du das dann wahrscheinlich nicht. Damit hast du noch was gegen Roboter. Das ist jetzt mein Plan. So, okay. Jetzt müssen wir nochmal irgendwie die Waffenverbesserung durchgucken. Du hast einen Automatiklader. Wir haben noch einen fortschrittlichen Mehrlader, theoretisch. Hast du noch irgendwas? Schaffziel von Rohr, überragender Automatiklader. Der Mehrlader ist vielleicht gar nicht so blöd. Da würde ich jetzt ganz gerne eigentlich noch kurz gucken. Ob wir das zumindest... Irgendwer hat doch so ein Ding wahrscheinlich sogar. Das Zielfernrohr weiß ich nicht. Der Schaft ist immer gut. Magazingröße auch. Ich nehme an, irgendwer hat schon so ein Teil und aber nur ein einfaches oder so. Oder? Sieht nicht so aus. Ja, dann ganz ehrlich, dann kriegst du das jetzt einfach. Fertig. Wir können aber tatsächlich noch mehr Waffenverbesserungen brauchen, ne? Wobei, warte. Genau. Du hast so ein Gerät. Du hast so ein Gerät, aber so ein einfaches, ne? Ein Mehrlader. Bam, jetzt kriegst du einfach einen fortschrittlichen Mehrlader. Und du kriegst das andere Ding. So. Plöpp. So. Ja, das soll es auch, glaube ich, erstmal dann gewesen sein. Jetzt passt schon. Ich muss nur ganz kurz... Du hast die normale... Nee, du hast die fortschrittliche Konditionierung. Hallo? Ah, ich kann die nicht einfach rausnehmen jetzt gerade. Ich kann die nur tauschen. Okay. Das ginge wahrscheinlich, wenn ich jetzt... Na, wobei. Weiß ich nicht, wie das geht. Also vielleicht kann ich das in dem anderen Bildschirm machen. So, du hast noch gar kein zweites Item dabei. Aber du, Nano-Kit, weiß ich nicht. So ein Heil-Kit. Glaube nicht, du kriegst das... warte mal. Wer kann das nicht nehmen? Eigentlich wäre das für sie am besten, oder? Komm, warte mal. Du kriegst jetzt das Ding. Dann kriegst du, glaube ich, die Bluescreen-Geschosse. Und du kriegst die Gefahrengutweste. So. Das ist jetzt mein Plan. Und dann geht es los. Endlich, 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 endlich. Also, naja, ich habe immer noch ein bisschen Angst, aber es geht endlich los. Im Sinne von, wir haben lang genug mit unserem Team rumgewurschtelt. Skyranger eingesetzt. Okay. Wir haben ja theoretisch nicht so viele Roboter jetzt hier, ne? Nicht so viele gegnerische Roboter. Also, zumindest sieht es erstmal nicht so aus, als hätten wir einen Sektoport. Hat sich in diesem Gebiet scheinbar Zugang zum Advent-Netzwerk verschafft, kurz bevor ihn Alien-Verstärkungen erwischt haben. Er schien eine Spur auf entscheidende Daten für das Alien-Projekt zu haben. Und wir müssen schnell handeln, um sie uns zu holen. Sichern Sie das Gebiet und hacken Sie sich rein, bevor Advent die Verbindung trennt. Wir müssen diese Daten in unsere Hände bekommen, wenn wir Ihren Fortschritt aufhalten wollen. Okay, Workstation hacken. Das heißt aber, es wird nicht kaputt gemacht, oder? Das ist schon mal positiv. Wir müssen uns wahrscheinlich trotzdem sehr beeilen. Rundenlimit hatten wir lange nicht mehr. Hatten wir wirklich lange nicht mehr, glaube ich. Minus 154 Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Das ist tatsächlich nicht besonders viel Platz. Es geht nicht besonders weit in die Richtung. Oh Gott, wir sind ja total mittig gerade. Und hier, der Dings ist auch... Oh Gott, das ist ja ganz fürchterlich. Ein bisschen Angst. Pass mal auf. Ich würde eigentlich ganz gerne wieder, dass du wie immer vorläufst.
hier hin, da könnten halt auch noch welche sein. Ich glaube, ich komme lieber über dies. Oh Gott, ne, ist doch ein Stück. Ich komme aber, glaube ich, lieber über die Seite hier. Da habe ich nicht so Angst, dass von hier noch besonders viel kommt, weil das da nicht ganz so viel Platz für ist. Du brauchst erstmal nur halbe Deckung, glaube ich, weil du ja geplanterweise eh nicht gesehen wirst. Wir sehen aber auch sonst niemanden, okay. I see. Dann geh du mal nach da. Warte mal. Geist. Durch Hindernisse hindurch. Oh, wie cool. Wie absolut cool, ne? Oh, eigentlich musst du irgendwie auf die Kirche hoch. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ich stelle die erstmal wahrscheinlich jetzt relativ hart aufeinander. Auch wenn ich ein bisschen Angst natürlich habe mit Granaten und so. Ich möchte gerade noch nicht zu weit vorlaufen, weil unbekannter Feind. Wer weiß, was da kommt. Wer weiß, was das für eine Aktion wird. Ach du Schande, du kommst ja überhaupt nicht weit hier. Du kriegst ein automatisches Overwatch. Das heißt, du kannst erstmal nach da laufen. Und siehst dann bitte auch noch keinen. Okay, tust du nicht. Sehr gut. Das heißt aber eigentlich, du kannst auch nach hier vorne sprinten. Ja, komm, sprint mal nach da. Passt. So, und der Rest macht erstmal einen Overwatch, weil ich nicht weiß, was kommen wird. Und ich da ein bisschen Angst vor habe. So, du kriegst auch noch einen Overwatch. Und tatsächlich kommen direkt von da die ersten Gegner. Oh Gott. Sie haben uns noch gar nicht gesehen. Das ist doch schön. So, pass mal auf. Jetzt möchte ich nur mal gerade umzugucken. Stasis. Betäubt das Ziel für eine Runde. Macht es immun gegen jeglichen Schaden. Ja, ist halt so, ne? Mal schon mal hier so eine Rakete reinjagen. Ich habe gesehen, der andere steht da auch. Dann ist das eigentlich schon mal ganz cool, denke ich. Du kannst theoretisch schon auf alles da vorne schießen. Das ist ein Offizier und ein schwerer Mech und ich glaube, dahinter stand noch irgendwas anderes. Das könnten wir eigentlich direkt mal so machen. Es waren 11 Feinde, ne? Ich weiß das wohl. Aber ich glaube, für die erste Aktion ist das immer ganz sinnvoll, wenn wir das so machen. So, du hast auch noch einen Run-and-Gun bei Bedarf. Du kannst erstmal noch hier nach vorne laufen. Kannst schon mal gucken, ob da oben rechts noch irgendwas ist. Sieht nicht so aus, das ist schon mal gut. Hier ist so ein Friedhof. Aber das heißt, wir können hier durch das Haus dann rein. Ich glaube, das ist der sinnvollste Plan. Oder durch die Tür dann, das weiß ich noch nicht genau. Wir haben die Abschusszone. Das soll mir tatsächlich erstmal reichen. Wenn wir jetzt mit dem Raketenwerfer hier reinblasten. Ich würde das gerne irgendwie sinnvoll hinkriegen, dass möglichst viel Deckung kaputt geht, aber ich die auch so ungefähr. So sieht das gut aus. So, ich hoffe, dass die Abschusszone vielleicht sogar schon reicht, wenn wir da viel Schaden mitgemacht haben. Ja, du hast vor allem sowieso dann auch noch die Salve, das ist auch immer gut. Sind alle außer unserem Geist natürlich aufgedeckt. Warum stehst du da direkt auf dem Dingen drauf? Ja, der hässliche Roboter macht wahrscheinlich ein Overwatch, ne? Das machen die ja meistens. Oh, der ist aber auch fast tot. Leider nur fast. Okay, er hat ein Overwatch. Das ist aber nicht schlimm, weil du kannst immer noch auf ihn schießen. Oh, na, umschießen wirst du ihn wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich traurig. Du hast deinen Kram schon gemacht. Du kannst den theoretisch noch erschießen gleich. Oder du kannst gleich noch versuchen, den zu erschießen. Ja, warte mal. Erstmal würde ich sagen, wir versuchen mal den Overwatch da wegzukriegen und noch die restliche Rüstung zu zerschreddern. Holy crap! Nice! Da muss aber jetzt bald auch mal wirklich eine Beförderung drin sein, ne? Für die gute Frau da. Das ist halt echt nicht viel, ne? Hinter dem Hydranten können wir uns nicht verstecken, aber schade. Flankierst du den? Ich glaube, du flankierst den, ne? Oder flankiert den der andere? Nee, du flankierst den nicht. Wenn du hier stehst, müsstest du ihn aber theoretisch flankieren, oder? Is it clear? Ja, ja. Ja, 82. Blam, Drecksvieh. Happy now? Ja, schon, schon. Ich glaube fast, wenn sind eher welche da, ne? Und ne, oder? Wobei. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Geh mal nach da. Einen weiter, auch wenn da das Auto ist. Ist erstmal okay.
Dann gehst du nach da, auch wenn das für dich wieder ein Laufen ist, ein Sprinten. Kein Problem. Und du gehst nach hier und machst noch ein Overwatch, damit wir Overwatch da haben. Aber wir brauchen das gerade nicht. Wenn er die Tür aufmacht, wird er dann schon aufgedeckt? Ich weiß das nicht. Du kommst aber nicht besonders weit, ne? Geh mal nach da. Dann gucken wir mal. Glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus. Nö. Du kannst sogar da reinlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Das ist ja cool zu wissen. Das geht also doch. Schon mal sehr positiv. Tja. Was aber auch irgendwie erstmal nicht besonders viel heißt. Wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen beeilen hier, ne? Das klingt gerade nicht gut. Was zur Hölle? Lauf mal nach hier. Oh Gott, ich hoffe, ich sehe jetzt da links nichts. Das ist nämlich ein ganzes Stück, was du da läufst. Nee, scheinbar nicht. Oh, du kommst aber auch weit. Das heißt, du könntest eigentlich mal hier um die Ecke gucken. Du kriegst dann nämlich auch noch Reflexschuss. Auf jeden Fall. Oh Gott, bitte lauf... Ja, okay, passt. Ich wollte gerade sagen, bitte lauf da nicht hin. Das wäre nämlich blöd gewesen. So, dann läufst du noch ein Stück nach vorne. Und du kannst auch eine ganze Ecke laufen. Die Frage ist, wohin? Die Frage ist, wohin? Wenn du, dann kannst du auch noch da reingucken. Verstanden. Und bei Bedarf in der nächsten Runde da reinspringen. So, du machst mal, falls du aufgedeckt wirst, das. Du machst das und du machst das. Und du hast auch noch einen Overwatch. Okay, das ist schön. Wir kommen jetzt hier rein. Wir können jetzt versuchen, hier drin fortzurücken. Und ich sehe gerade tatsächlich niemanden hier drin. Die Sache ist, da ist wahrscheinlich noch was oder hier. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen hier drin. Würde ich fast sagen, schätzen, meinen. Aber es ist echt nichts hier, ne? Was ist denn hier los? Das kann ja irgendwo nicht sein. Was? Achso. Ja, ganz kurz. Einfach nur mal, um zu gucken. Wir schauen mal. Wir haben natürlich jetzt gerade wieder kein Scan-Protokoll. Das wäre an der Stelle auch wieder ziemlich gut. Desorientiert Gegner für 2 Runden. Och, das ist aber cool. Das ist aber nicht schlecht. Das mache ich aber noch nicht jetzt. Glaube ich. Das machen wir bei Bedarf gleich. Warte mal, dann, ganz ehrlich, dann laufe ich mal noch ein Stück weiter nach vorne. Wir wollen ja hier durch eigentlich. Schon unterwegs. Wenn ich jetzt noch Gegner sehe, dann mache ich das, glaube ich. Das ist gerade mein Plan. So. Ja. Da wirst du erstmal nicht gesehen. Ich überlege, ob ich mit dem hier draußen rumgehe, weil hier wird er, na, hier wird er auch nicht unbedingt überall gesehen, das passt schon. Wenn du mal nach hier läufst, dann könntest du mal gucken, ob da noch Gegner sind. Sprinte mal dahin.